Ich gehe zu Elektro vom Stein, weil ich hier einen besonders guten Service erfahre. Wir sind ein 5-Personen-Haushalt, haben 3 Kinder und da läuft natürlich jeden Tag die Waschmaschine, der Trockner, die Spülmaschine. Und wenn da mal ein Gerät ausfällt, dann brauche ich schnelle Hilfe und die ist mir hier sicher. Hallo liebe Dellmänner, herzlich willkommen zur 40. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Ihr seht es hinter mir, wir gratulieren auch ganz herzlich unserem neuen Bürgermeister Rainer Bleek zur Wahl und wünschen ihm natürlich viel Erfolg und eine glückliche Hand bei den vielen schwierigen Problemen, die unsere Stadt nun mal hat. Ja, liebe Wermelskirchen und Bürgerinnen und Bürger, ich bin überwältigt heute Abend von dem Ergebnis. Damit hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gerechnet. Als ich vor 6 Monaten angetreten bin, war an so ein Ergebnis natürlich überhaupt nicht zu denken. Ich weiß, das ist eine große Verpflichtung. Wir stehen vor deutlichen Problemen in der Stadt. Und es braucht das politische Zusammenwirken aller politischen Kräfte und auch natürlich der Verwaltung, dass wir die Stadt aus diesen Problemen herausführen und in eine gute Zukunft bringen. Ich stehe überwältigt von dem Ergebnis, muss ich ehrlich sagen. Seit 57 Jahren hat ein Bürgermeister in dieser Stadt wieder das SPD-Parteibuch. Das letzte war, glaube ich, Anfang der 60er Jahre, Achtor Melus, den werden wahrscheinlich keiner mehr, wirklich keiner mehr groß kennen. Ich weiß aber auch, dass das Amt überparteilich wahrzunehmen ist und insofern fühle ich mich auch als Bürgermeister aller Wermelskirchnerinnen und Wermelskirchner. Und ich werde mich sehr anstrengen, dass Sie mich gesetzte Vertrauen dann auch zurechtfertigen. Ich möchte Dank sagen natürlich zunächst mal an meine eigene Partei, die einen sehr engagierten und guten und auch intelligenten Wahlkampf geführt hat, wie ich glaube. Ohne diese Unterstützung würde ich heute hier nicht stehen. Ich möchte aber auch danken an die Partei Bürgerforum, insbesondere an Herrn Platz, Herrn Schemsich hier, Herrn Meller und natürlich auch Friede Burkhoff, die mich in dieser Phase sehr unterstützt haben. Und auch dafür herzlichen Dank. Ich habe aber auch Unterstützung erfahren von anderen Parteien aus der FDP. Der Horst-Walter Schenk hat heute schon den roten Pullover angezogen, dass ich das auch noch erleben darf. Ich darf mich ausdrücklich auch nochmal bei Stefan Lessenich bedanken, der einen sehr fairen Wahlkampf geführt hat. Ich glaube, wir verstehen uns nach dem Wahlkampf noch besser als vorher. Und ich freue mich, dass du auf jeden Fall einer der Stellvertreter bleiben wirst. So, dann noch ein Wort an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung. Ich hoffe, dass wir zu einer sehr motivierten Zusammenarbeit finden. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird vielleicht das ein oder andere auch an Veränderungen passieren, aber keine Angst. Wir werden das schon gemeinsam auf die Reihe kriegen und insofern Wermelskirchen hier in eine gute Zukunft steuern. Die Verwaltung ist ganz wichtig, das ist völlig klar. Wir stehen, wie gesagt, vor großen Herausforderungen. Die Amtsübergabe wird ja am 21. sein. Bis dahin freue ich mich, dass Herr Weich mir noch den Rücken etwas frei halten wird. Und dann werden wir uns der Probleme annehmen, die wir hier haben. Flüchtlingssituation, Haushaltssituation, alles das erfordert das Zusammenwirken aller Parteien. Und ich bin zuversichtlich, dass ich also auch die Unterstützung bekomme. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Als Bürgermeister werde ich sicherlich bestrebt sein, auch in viele Vereine und Verbände zu kommen. Ich glaube, die Tätigkeit eines Bürgermeisters besteht im Wesentlichen aus Vernetzung. Vernetzung mit Verbänden, mit Vereinen. Ich biete allen eine vernünftige, konstruktive Zusammenarbeit an. Ich werde nicht alle Wünsche erfüllen können, das ist, glaube ich, auch klar. Aber zumindest werden wir über die Sachen offen und ehrlich sprechen. So, das war es erstmal von meiner Seite aus. Vielen herzlichen Dank für das Vertrauen.
Es heißt ja, es gibt natürlich auch ein paar Verlierer. Das wird unter anderem Christian Klicki sein, aber der ist noch so jung. Ich glaube, der kann das verkraften und wächst mit der Erfahrung. Und vielleicht wird er sich in 4 oder 5 Jahren als neuer Bürgermeisterkandidat aufstellen. Bleibt noch festzuhalten, scheinbar geht es immer noch die alte Tradition. Ohne Friedel Burghoff wird hier kein Bürgermeister gewählt. Und was bleibt noch? Die Opposition, unter anderem auch Henning Rehse, hat sich vor der Wahl schon positiv geäußert. Insofern, dass auch Rainer Bleek ein guter Kandidat für ihn ist. Insofern dürfte jetzt parteiübergreifend alles in Ordnung sein. Denn, wie gesagt, die Probleme der Stadt, unter anderem Flüchtlinge und Schuldenstand der Stadt, sind natürlich Aufgaben, die es erfordern, dass der Rat und der Bürgermeister gemeinsam für unsere Stadt arbeiten. Ja, wir stehen mal wieder am Bergischen Löwen. Die Zukunft bleibt nach wie vor ungewiss. Was wir wissen ist, dem Pächter Lars und Astrid, nämlich hier vom Bergischen Löwen, ist gekündigt worden. Die Stadtverwaltung und der Rat hätten natürlich gerne wieder ein Restaurant untergebracht. Zwischenzeitlich war ja auch mal das Thema Flüchtlinge angedacht. Niemand weiß etwas Genaues, aber am Ende des Tages ist auf jeden Fall, steht heute schon fest, an diesem Wochenende hieß es wieder, 3 Gastronomen laden ein zum Thema Oktoberfest in der Katwickischen Fabrik mit dem schönen Motto Oxoft is und zünftiger Blasmusik und Feierwütigen in Lederhose und Dirndl. Viele von euch Mitbürgern möchten in diesen Tagen zeigen, dass sie Flüchtlingen freundlich gegenüber gesonnen sind und natürlich auch eine gewisse Willkommenskultur pflegen wollen. Nicht zuletzt ist es natürlich auch so, dass in Dabringhausen beim DTV jetzt neuerdings die Flüchtlinge Fußball spielen. Darüber hinaus sucht die Tafel noch helfende Hände, weil der Ansturm der Flüchtlinge wohl auch dort groß ist und insofern auf jeden Fall noch Personal gebraucht wird. Auch die Kinder unserer Stadt, nämlich die, die in der Grundschule Tente Hünger, haben sich etwas dazu überlegt und ja, haben gestern eine tolle Aktion gestartet. Ja, hallo, wir sind die Kinder und Betreuer und Eltern von der AWO OGS Tente und wir haben seit Schuljahresbeginn ganz viele Papierschiffchen gefaltet, weil wir uns mit den Kindern über das Thema Flüchtlinge unterhalten haben. Und wir die Idee hatten, dass das für die Kinder greifbarer ist, wenn wir parallel zum Reden auch die Schiffchen verhalten. Das sind ungefähr 65 Kinder. Und ja, wir wollten eigentlich eine Spirale jetzt hier legen. Das ist etwas nicht ganz so gut zu erkennen. Ja, also wir haben uns die Boote rausgesucht, weil viele Flüchtlinge mit den Booten gekommen sind, weil die Flucht für viele sehr beschwerlich, sehr lebensgefährlich war. Viele Kinder haben in den Sommerferien auch etwas mitbekommen aus Zeitungen, aus Fernsehen und das haben wir aufgegriffen und darüber gesprochen, wie das für die Flüchtlinge ist, wie es auch für uns hier ist jetzt, welche Sorgen, Ängste, Wünsche es gibt. Und natürlich auch, müssen wir helfen, können wir helfen und wenn ja, wie können wir helfen? Und da haben die Kinder dann das gesammelt und haben gesagt, die Flüchtlinge, die brauchen auf jeden Fall ein Dach über dem Kopf, die brauchen ein Haus zum Wohnen, aber auch zum Lernen, die können unsere Sprache nicht. Muss erstmal jemand da sein, der ihnen ganz viel erklärt und übersetzt. Und dann brauchen sie auch Kleidung, sie brauchen Essen und Trinken. Sie brauchen was zum Spielen, aber ganz, ganz wichtig war den Kindern auch, dass sie Kontakte haben, dass Menschen da sind, die mit ihnen etwas machen, mit ihnen spielen, mit ihnen lernen, sie begleiten. Wir schaffen das gemeinsam in der Zukunft.
So, zu den Veranstaltungshinweisen. Also, am Freitag, den 2.10., habt ihr die Möglichkeit, in den Bahndamm zu gehen. Da gibt es eine 90er-Party mit dem Thema Wild Mix. Und ich glaube, das kann sehr, sehr spannend werden. Ja, auf jeden Fall, das ist Freitag. Und am selben Tag findet dann noch eine Veranstaltung in der Katz statt, nämlich Just Cash. Und hier spielt die Band Texas Heat. Die Veranstaltung, wie ich hörte, ist, glaube ich, schon ausverkauft. Aber die, die Karten haben, dürfen sich sehr glücklich schätzen. Das ist eine super Veranstaltung. Am Samstag könnt ihr im Laufe des Tages dann noch eine Exkursion machen. Und zwar rund um die große Dünntalsperre, um dort die Vogelwelt zu erkunden. Und am Abend gibt es dann noch ein Sofakonzert, Couchgeflüster in der Kattwegelschwimme. Am Samstag findet dann im Alfgen die Veranstaltung Feierabend statt. Das wird sicherlich eine sehr, sehr gute Party werden. Und dafür können wir auch 4 Karten verlosen. Und wenn ihr eine Karte haben wollt, ist das relativ einfach. Ihr schreibt auf unseren Facebook-Account, was ihr an Wermelskirchen-TV gut findet. Und die ersten 4, die es geschafft haben, sich etwas auszudenken, die erhalten dann eine Freikarte von uns. Ja, und das ist, glaube ich, mal wieder ein rundes Wochenendprogramm. Ich sage, bis demnächst und tschüss, euer Matthias.